Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Town in the Modpack Tech World 2. Heute mal wieder alleine. Es war ja in der letzten Folge, in den letzten Tagen immer wieder so von den Kommentaren, von den Sachen, die ich so gelesen habe. Viele wollen, dass ich was alleine mache und wieder zu dem Erklärbär-Format zurückkehre. Und anderen gefällt das so, wie das gerade jetzt ist, so dass ich mit Debitor aufnehme, dass ich den Park mitbau, gestalte und so weiter und so fort. Und in der heutigen Folge will ich damit einfach mal ein bisschen über euch reden, sozusagen. Und euch die schönen Lecks zeigen, die man hier auf dem Server hat. Dafür habe ich sogar schon eine kleine Aufgabe. Und zwar muss in dem Freizeitpark noch ein bisschen was gemacht werden. Und dem widme ich mich heute. Denn wie gesagt, heute bin ich alleine und habe nicht wirklich eine Aufgabe. Und zu viel darf ich nicht spoilern, dann hat Peter ein bisschen voraus aufgenommen. Und deswegen machen wir jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen. Zuallererst müssen nämlich hier eine Wand umgesetzt werden. Und zwar dieses ganze Ding hier. Auch weil ich nicht zu viel zeige. Ey. Krass. So. Und zwar, während ich das Ding jetzt einfach mal wegkloppe, gehe ich mal einfach auf die Sachen ein, die ich so gelesen habe. Und zwar waren da unter anderem Sachen wie zum Beispiel, wenn ich mit Peter aufnehme, werde ich immer zur Baustampe degradiert und ich bin noch viel kreativer und so weiter und so fort. Und ich muss, also das war jetzt wirklich so ein Kommentar, wo ich gedacht habe, okay, der ist so relativ konstruktiv. Das ist nichts, wo drin steht, ey, du Hurensohn, nimm alleine auf, du Spast. Sondern das war wirklich was, wo sich jemand so gesagt hat, ey, das gefällt mir nicht so gut, mach mal wieder das. Nur das Problem an der Sache ist eben, zuallererst, dass es nicht mehr so viel gibt, was ich jetzt mit erklären, mit Sachen, die vielleicht viel von euch noch nicht wissen, machen kann. Also, wenn ihr jetzt irgendwelche Sachen habt, wo ihr sagt, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das funktioniert, solange das eben Sachen sind, die auch relativ kompliziert sind. Also, ich meine, solche Sachen wie, wie man eine Query aufstellt, das will ich unbedingt nicht in der Folge zeigen, beziehungsweise eine ganze Folge dafür verschwenden, in Anführungszeichen. Hier sind irgendwelche Blöcke, ich will doch mal ganz kurz. Sondern es sind eben, da gibt es schon tausende Tutorials und Foreneinträge darüber. Also wenn es solche Sachen sind, dann lest euch da einfach mal rein. Aber wenn das wirklich Sachen sind, die viele von euch nicht verstehen, wie sie funktionieren, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben oder via Twitter schreiben. Denn auf Twitter bin ich, glaube ich, am aktivsten von allen Plattformen. Und genau dasselbe gilt auch für Ideen. Wenn ihr Ideen habt, was wir in dem Park hier bauen sollen, dann könnt ihr das auch sehr gerne in Twitter schreiben, beziehungsweise über Twitter uns schreiben. Entweder eben mir oder dem Debitor. Denn da ist das am übersichtlichsten und am einfachsten mitzubekommen. Das heißt, wenn ihr, sag ich mal, eine Idee für eine Achterbahn habt oder für irgendeine Attraktion, die man hier reinbauen kann, dann schreibt das da einfach. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung, wer das noch nicht kennt. Und macht euch Twitter. Twitter ist echt eine coole Plattform. wo war ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es eben so, dass ich nicht mehr so viele Sachen habe, wo ich sagen würde, okay, das ist es wert, eine ganze Folge oder vielleicht sogar mehrere Folgen, so wie den Fusionsreaktor drüber zu machen. Denn das sind einfach Dinge, die ja ein bisschen so standardmäßig sind, für mich zumindest. Ich meine, das sind jetzt Sachen wie, was weiß ich, wie schließt man die Maschine richtig an oder so. Das gibt vielleicht Leute, die noch neu sind, solche Modpacks, aber das lohnt sich dann nicht, eine Folge drüber zu machen, weil das dann wahrscheinlich niemand gucken will. Und andererseits ist eben die Sache, dass relativ viel Aufwand in Videos wie zum Beispiel bei dem Fusionsreaktor gesteckt hat. Denn für euch waren das vielleicht, sag ich mal, eine Stunde Videomaterial oder vielleicht auch zwei, ich weiß nicht genau. Aber für mich waren das mehrere Tage Arbeit, die dahinter gesteckt haben, weil das eben sehr viel mehr gecraftet ist, als ihr in den Folgen zu sehen bekommt. Und deshalb ist es auch nicht ganz so einfach, jeden Tag so eine Folge zu bringen. Also ist das halt auch noch so ein anderes Problem. Und wie gesagt, dann gibt es eben immer noch die Sachen, dass Leuten das eine besser gefällt, den anderen gefällt das andere besser und man kann es eben nie allen recht machen. Das tut mir selbst auch so ein bisschen leid, aber da kann ich eben auch selbst dran nichts ändern. Dann müsste man ein komplett interaktives YouTube erstellen. Habe ich sogar schon mal drüber nachgedacht, aber es wäre wahrscheinlich sehr kompliziert.
wenn es dann praktisch für jeden genau das geben wollen würde, was er haben will. Sozusagen, ich lade 5 Videos hoch, 4 davon sind auf nicht gelistet hochgeladen und dann könnt ihr hingehen und irgendwann in dem Video sagen, hey, das Video gefällt mir gar nicht mehr so, ich gucke jetzt weiter, wo er anstatt diese Steine hier abzubauen, eine neue Achterbahn baut. Sozusagen. Aber das ist, glaube ich, zu kompliziert. Okay, aber soweit so gut. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Aber ich glaube eher nicht, weil es irgendwie nur wirres Geschwafel war, die meiste Zeit zumindest. Ich gehe mal nochmal ganz kurz zurück. Und ich weiß selber schon gar nicht mal, worüber ich eigentlich geredet habe. Das ist irgendwie so eine kleine Macke von mir. So, wir nehmen uns mal eine Kiste hier raus. Eine reicht sogar, glaube ich schon. Sandstone habe ich noch, okay. Das ist cool. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier drüben irgendwo. Ja, das waren einfach nur so ein paar kleine Worte zu den Kommentaren, die ich gelesen habe. Und da waren auch noch Sachen gestanden wie, dass das nicht Debitors Park ist und warum ich mich da so zurückhalte oder so. Was aber überhaupt nicht stimmt, denn das ist immer noch Debitors Projekt. Und ich bin da nur so der kleine Helfer. Deswegen will ich solche Kommentare wie du wirst immer zur Bauschnappe degradiert eigentlich auch gerne so ein bisschen abstreifen. Denn das stimmt nicht, weil ich das sozusagen in diesem Projekt gerade bin. Ich bin da nur so der kleine Helfer, der ab und zu mal seine Ideen reinwirft und sagt, hey, guck mal, was hältst du davon, wenn wir das so und so machen? Aber es ist ja immer noch Debitors Projekt. Ich meine, er ist ja auch nicht zu mir in den Fusionsreaktor gekommen und hat gesagt, hier, bau den mal so groß oder so. Und deshalb frage ich da halt lieber vorher nach, so, hey, wie sieht's denn aus? Können wir dat und dat machen? Und deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch gerade nur diese Wand, beziehungsweise so ein bisschen Terraforming, anstatt hier gleich eine neue Attraktion zu bauen. Ich könnte zum Beispiel einen Schießstand fertig bauen oder so. Aber das will der Debitor, glaube ich, nicht so. Und ich bin auch nicht so der Typ dafür, um ehrlich zu sein, so sich in andere Leute Sachen unbedingt einzumischen, ohne vorher zu fragen. Typ. Das wollte ich damit sagen. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr. Also, wie gesagt, man sieht es ja anhand den Aufrufen, anhand den Bewertungen, anhand den Kommentaren, was die Mehrheit von euch will. Aber, wie gesagt, das ist nicht immer möglich, weil ich eben nicht 100 Folgen lang einen Fusionsreaktor bauen kann, weil irgendwann ist das Ding auch mal fertig. Und irgendwann wird es dann wahrscheinlich auch langweilig. Das sieht man auch wieder anhand den Views und anhand den Bewertungen und so weiter und so fort. Man nennt eben, ja, was weiß ich, die Folge, die ersten Folgen von dem Fusionsreaktor hatten, sag ich mal, weniger Aufrufe als die Folgen kurz bevor ich den Fusionsreaktor in Betrieb genommen habe. Und woran liegt das? Dass die Leute wissen wollen, ob das Ding auch funktioniert, ohne es mir um die Ohren. Dass es mir um die Ohren fliegt. Wo ist jetzt der zweite Stein davon? Mir fehlt da noch einer. Da. Da ist er. Zack. So, sehr cool. Okay, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen mit Sand auskleiden, damit das auch alles so passt, wie es passen soll. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte, so ziemlich, und haben jetzt die Hälfte der Folge rum, weil ich immer so schnell rede und so wenig nachdenke. Ja. So ist das Leben meines Heiko, meine lieben Damen und Herren. Und Jugendlichen und Kinder unter 18, wo ich auch dazu gehöre. Noch dazu gehöre. Wohl bemerkt. Oh, die hätte ich nie abbauen sollen. Die wollte der Debitor, glaube ich, hier haben. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Und zwar das Varo 2 Trainingscamp. Das wird auch immer wieder gefragt, wann geht das los und kannst du das jetzt mal machen und wann wird das gemacht und mit wem wird das gemacht und was wird da gemacht und so weiter und so fort. Das Ganze sollte eigentlich gestern in einem Video kommen. Wer auf Twitter schon war bei mir, der hat das vielleicht auch gelesen, dass ich da eine Runde Bed Wars aufgenommen habe. Die erste Runde Bed Wars habe ich schon komplett aufgenommen. Nur war das da so,
Ich hatte einfach ein Team, das irgendwie keine Ahnung hatte, was sie in dem Spiel machen sollen. Das war nämlich so, dass der eine die kompletten 17 Minuten, so wie lange das Video ging, AFK an dem Punkt, wo das Bronze rauskommt, rumgestanden ist, sich nicht bewegt hat. Der stand nur da rum die ganze Zeit, hat das Bronze aufgesammelt und wurde dann schlussendlich getötet. Und keiner von uns beiden konnte irgendwas machen. Man hat dann zwar ab und zu mal ein Bronze bekommen, aber im Großen und Ganzen hat man davon nicht viel gesehen. Und das ist halt so ein bisschen uncool gewesen, deswegen habe ich mich da dezent aufgeregt im Video drüber. Und da habe ich mir gedacht, nee, sowas willst du nicht hochladen. Die Leute kennen dich von der anderen Seite, dann sollst du die Seite auch beibehalten. So auf die Art. Und deswegen kam das dann nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, mache ich nochmal ein neues Video. Und das Video war dann auch wirklich gut, da war ich selbst mit zufrieden. Bzw. wäre ich selbst mit zufrieden gewesen. Warum bin ich nicht selbst damit zufrieden? Weil das Video nicht existiert. Denn die Folge war perfekt. Das war wohl die beste Runde Bad Wars, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe und spielen werde. Nur war das Problem, dass meine Aufnahme in der letzten Minute von diesem Spiel abgeschmiert ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr, jetzt nochmal das Ganze aufzunehmen. Da rege ich mich nur noch mehr drüber auf. Und deswegen kam gestern nur ein Video. Ich weiß gar nicht, wie viele Videos heute kommen. Das entscheidet sich dann noch spontan, würde ich sagen. Aber ihr habt es ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Denn Tech Town ist, glaube ich, immer das letzte Video, was am Tag kommt. So ziemlich. Puh, so. Ist ganz schön heiß hier gerade. Aber wir sind ja auch in der Wüste. Also mein Zimmer ist in der Wüste. Haben wir noch Platz? Jawohl. Ich wollte euch sowieso noch eine Sache zeigen. Ich hoffe, da spoilere ich jetzt mal nicht zu krass. Aber ich glaube, das habt ihr noch gar nicht gesehen in der Folge. In der Folge gestern habe ich das nämlich nicht gezeigt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal so hier entlang, damit ich hier nichts zeige. So, und hier rein. Denn hier läuft ja immer der Kinofilm, der läuft gerade sogar. Und wie das auch hier oben, sieht man das, wie das auch in einem echten Kino ist, habe ich hier mal so einen versteckten Schalter gemacht, wo es nach oben geht. Und hier habe ich so einen kleinen Raum gebaut. Das sind einfach nur die Bedienpanel, wo man den Vorhang auf und zu machen kann. Hier der Vorhang auf und zu, wo man den Film starten kann. Wo man das Licht an- und ausmachen kann. Ich mache mal ganz kurz meine Night Vision aus. So sieht das dann eben aus, wenn der Film praktisch läuft, dann wird ja das Licht immer gedimmt im Kino. Und am Anfang ist das Licht dann eben so, die Beleuchtung also so. Dann habe ich hier noch einen Projektor hingemacht von Rotalecraft. Der macht zwar nichts, aber er sieht relativ cool aus. Es ist eben so wie im echten Kino. Und das wohl aufwendigste war dieses Ding hier. Ich habe hier diese Regale hingestellt. Und das sollen eben diese Filmdisketten darstellen, beziehungsweise eben diese Filmrollen. Kennt man vielleicht von früheren Filmen. Oder ich glaube, es ist jetzt immer noch im Kino, dass da eben diese Bänder drauf laufen. Und das sind eben diese Dinger, die so aussehen sollen. Und die sind dann eben umbenannt in Star Wars Episode 3 oder Star Wars Episode 2. Hier ist Simpsons Staffel 1, Hangover, Super Super Peter, der Film. Star Wars Episode, Star Wars, Star Wars, yes. Hadidi, der Film, iRobot, Simpsons, der Film und der Wolf of Wall Street, mein zurzeitiger Lieblingsfilm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Wort war, aber egal. Ja, das wollte ich nur noch mal zeigen. Das war nämlich, was ich ausgenommen so ein bisschen gemacht habe. Und ich merke gerade, es wird dunkel. Mach mal wieder die Night Vision an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas zu sagen habe oder ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Aber ich glaube, ich habe alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Wie gesagt, wenn ihr Ideen für den Park habt oder wenn ihr Ideen habt über Projekte, die ich noch in Angriff nehmen soll, wie zum Beispiel einen neuen Reaktor. Aber wir haben, glaube ich, schon alle Reaktoren durch. Wir könnten höchstens noch einen Reaktor von Reactorcraft bauen. Mit einer aktiven Kühlung, das heißt auch mit Dampf und so einem Zeug. Da könnten wir noch machen. Wenn ihr das sehen wollt, dann lasst mal eine Bewertung da. Und bei 1000 Likes bauen wir diesen Reaktor. Das ist doch mein krasses Ziel, oder? Also liked und teilt das Video mit euren Freunden. Zusammen. Also ihr müsst praktisch mit euren Freunden sitzen und das liken. Sonst liked und teilt ihr es ja nicht zusammen. Wisst ihr, wie ich meine so? Okay. Aber das ist eben nur. Ich hoffe, ich habe das jetzt wirklich so gesagt, wie ich sagen wollte. Wenn nicht, dann sehe ich das ja nachher im Schnitt, was ich eigentlich für eine Kacke gelabert habe. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich alles gesagt, hoffe ich, was ich sagen wollte.
und euch erklärt, warum ich jetzt gerade diesen Park mache und nicht diese Tutorials-Videos wie sonst immer. Aber naja, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen so ein bisschen. Wäre auf jeden Fall cool. Wenn ihr das könntet, und ich hoffe, das soll jetzt überhaupt alles so werden. Sonst gibt's wieder Patsche von Peter. Ja, doch, ist relativ gut. Okay, gut, ich würde sagen, ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns einfach morgen wieder in einer neuen Folge Tekton in dem Modpack Tech World 2. Man mag es kaum glauben. Okay, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Und wenn ihr den aktiv gekühlten Reaktor sehen wollt, wie man das Ding baut, dann bauen wir dafür auch mal was Cooles. Vollautomatisch natürlich. Und ansonsten war es das soweit von dieser Folge Tekton. Haut rein, habt einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.